8.000 Euro in 31 Holdings aufgeteilt, lohnt es sich da in die einzelnen Sektoren so reinzugehen. Bevor es mit dem Video weitergeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache, nämlich auf unseren Tagesgeldvergleich. Derzeit gehen die Zinsen ja wieder durch die Decke und Banken und Finanzanbieter werben mit attraktiven Zinsen aufs Tagesgeldkonto. Diese Angebote solltest du aber immer genau anschauen, denn bei vielen Zinsen handelt es sich um kurzfristige Lockangebote oder es gibt eine Vielzahl an Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit du die Zinsen auch wirklich bekommst. Deswegen haben wir für dich den Tagesgeldvergleich entwickelt, wo du einen Überblick über die aktuelle Zinslandschaft bekommst. Damit hast du einen Überblick, wo es derzeit die höchsten Zinsen gibt und das zu welchen Konditionen. Schau am besten mal vorbei in unserem Tagesgeldvergleich. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung oder wenn du einfach Tagesgeldvergleich Finanzfluss googelst. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Video. Schauen wir uns noch ein zweites an. Ich warte immer noch drauf, dass ich Meldung bekomme, dass Bettgezeit ist. Aber solange ich noch keine Meldung bekomme, können wir noch eins machen. Musst du noch nicht ins Bett gehen. Muss ich noch nicht ins Bett gehen, genau. Nice. Wir können uns das hier angucken. Meine Eltern haben mir zum 18. Geburtstag einiges an Geld geschenkt, das ich anlegen musste. Okay, du Armer. Du musst das Leben schön sein. Selbst habe ich auch noch etwa 1.000 Euro zum Investieren gespart. Ich habe mich dann etwas informiert und dachte mir, ich investiere sehr viele ETFs und schaue dann nach einer Zeit, wie sie sich entwickeln, um mich dann auf nur ein paar ETFs zu beschränken, da es ja eigentlich viel zu viele ETFs sind. Tipp an der Stelle, du kannst dir ein Musterportfolio aufmachen. Also da kannst du alles reinschmeißen, was du interessant findest. Da musst du nämlich nicht dein Geld dort rein investieren. Als Test, sondern kannst halt einfach, oder du schaust einfach die rückwirkende Performance. Jetzt weiß ich nur leider nicht, wie ich das am besten anstellen soll. Ich dachte mir, ich will auf jeden Fall MSCI World, Emerging Markets, S&P Selected Frontiers und Physical Gold behalten. Aber ich weiß nicht, inwiefern es dann doch sinnvoll ist, weitere spezifische ETFs im Portfolio zu behalten. Mir ist es wichtig, zumindest etwas auf Nachhaltigkeit und nicht zu viel USA bei der Auswahl zu achten. Außerdem habe ich überlegt, ob ich nicht noch in Einzelaktien hier habe ich zum Beispiel an Nvidia gedacht, irgendwie jeder. Das ist so die Generationenaktie, habe ich so das Gefühl. Die Deutsche Telekom. Genau. Kryptowährungen habe ich schon auf Coinbase. In Zukunft will ich etwa 300 Euro pro Monat anlegen. Noch eine Frage, was hältst du von Crowdinvesting? Danke, was ein... Ich halte nicht viel davon, weil du eine sehr starke negative Preselection hast. Eine Firma, die würden tendenziell nicht auf so eine Crowdfunding-Plattform hingehen. Muss nicht jede sein, aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass auf den Crowdfunding-Plattformen mehr Mist ist als quasi bei VC-Fonds auf dem Schreibtisch, ist relativ groß. Genau so sieht's aus. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, kein Problem. Sonst kann Holger ja die Kids ins Bett bringen und wir schauen uns schon mal ganz entspannt dieses Portfolio hier an. Was haben wir hier Schönes drin? Ganz leichtes Minus, 8.387 Euro. Ein kleines Minus von 1%. Die Top-Mover sind The Graph, kenne ich gar nicht. Bitcoin, Cosmos und Chainlink. Das sind alles höchstwahrscheinlich Kryptowährungen. Die letzten Aktivitäten, was er gekauft hat, ist Cosmos, Cardano, Solana und USD Coin, also er hat den US-Dollar Stablecoin gekauft. Also, das sind die letzten Aktivitäten. Die Werte, die wir hier haben, sind auf der Nummer 1 Xtrackers MSCI World Accumulating, also ein Thesaurierer. 15% vom Portfolio, nice. Xtrackers Emerging Markets mit 9% und dann wird es ein bisschen wilder. Also, die ersten zwei Positionen werden dich kaum interessieren. MSCI World und Emerging Markets, gähnend langweilig. Investo Physical Gold. Ist halt einfach ein ETC oder sowas? Da würden wir spontan einfallen. Ich weiß nicht, ob der darunter fällt. Es gibt doch bei den physischen Gold-ETCs, wenn die mit echt Gold hinterlegt sind, was der Name physisch vielleicht nahelegt, dann können die doch steuerlich als echtes Gold zählen und nicht Kapitalertragssteuer sein, sondern privates Veräußerungsgeschäft und damit steuerfrei nach einem Jahr. Das weiß ich nicht, ob das für den trifft, aber ich glaube, das ist bei Xetra Gold und Euwax Gold, gell? Ist das der Fall? Genau, Euwax Gold 2, glaube ich. Die haben zwei und der erste irgendwie nicht und der zweite schon, warum auch immer. Ich glaube, die Bedingung dafür ist, dass du es dir ausliefern lassen kannst. Ja. Und das weiß ich nicht, ob das bei dem Invesco hier geht, aber gut. Vielleicht will man das ja gar nicht. Dann hast du Invesco M2 Solar Energy ETC. Klingt very fancy. Oh, selbst das haben wir in unserem Informer drin. Verrückt. Es ist sogar Sondervermögen. Okay, und was ist da für ein Zeug drin? First Solar, Enpal, Solar Edge. Okay, also schon jede Menge Firmen, die im Solarbereich aktiv sind. Also so eine Sektorwette, ne? Speziell auf Solar. 0,69er TR ist natürlich teuer, aber liegt natürlich daran, dass es so ein Spezialprodukt ist. Mit 45 Positionen und die Top 10 machen aus ein bisschen mehr als die Hälfte. Na gut, üblich bei solchen etwas konzentrierteren
Produkten. Okay, und macht aus vom Portfolio 6,7. Ja, finde ich okay. Eine Sektorwette mit 5% geht immer. Da kommt gleich die nächste Sektorwette. LNG Clean Waters. Kennst du den? Den haben super viele Leute im Portfolio, zumindest bei uns. Echt? Also ich meine, Legal in General kenne ich, aber dass die mit ihren ETFs jetzt so bekannt in Deutschland sind, war mir gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Lass mich raten, da ist American Water drin, da ist American States Water drin und wie heißt, die heißen die Franzosen? Veolia ist wahrscheinlich drin. Veolia und Suez eventuell. Und Suez, genau. Und mit der riesigen, gibt mir einen riesigen, das ist ein Trend natürlich auch noch, sehr gut. Und United Utilities, das sind aus UK zwei. American Water ist der hier. Ja. Pennant Group, Midsex, Water. Ne, die Franzosen sind da zumindest jetzt hier in der Aufteilung nicht mit drin. Sogar 0% Frankreich. Guck mal hier, wenn du drüber hoverst. Ja, 0% Frankreich. Das haben die gegen die Franzosen? Na gut, das sind Briten, die Legal and General ist klar, die mögen keine Franzosen. 57 Werte sind da drin. Und die Top 10 machen 23% aus, ja. Ja, erstaunlich. Finde ich auch surprising, dass sie nicht mit drin sind, aber okay. Dann MSCI World Healthcare, MSCI World Utilities, MSCI World Materials. Okay, in Materials weiß ich jetzt nicht. Also Utilities ist Infra im Großen, also Wasser, Straßenbau, nicht Straßenbau, aber Elektro. Grids, was hast du noch in Utilities? Abwasser. Gas und Atom. Gas und Atom. Echt das auch? Utility, also Gas ist mit Sicherheit Utility. Bei Atomminenkonzern wahrscheinlich nicht, aber Atomkraftwerkbetreiber wie EDF oder so, gut, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Wieso gibt es die nicht mehr? Sind die von der Börse genommen worden? EDF? Die hat der Macron, glaube ich, verstaatlicht, oder? Ah, EDF. Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt, um sie dann irgendwann wieder an die Börse zu bringen. Iberdrola, okay, ja, so Energieproduzenten. Duke. Ja, National Grid. NPAL, National Grid, ja, verständlich, verständlich. Also schon ein gutes Cluster, weil Clean Water haben wir, es ist ja auch, fällt ja auch voll in die Utilities. Das heißt, die kann man schon mal aufsummieren. 6,5 und 6,5 sind 13%. Okay, krass, es sind echt sehr, sehr viele ETFs. Dann hast du hier noch MSCI World Financial Sector, World Financial, ja. Dann Xtrackers Future Mobility. Das sind solche Tesla und so ein Zeug, genau. Invesco Global Clean Energy. Ach krass, der von Invesco. Das ist ja so ein bisschen die Kopie, in Anführungszeichen, des sehr erfolgreichen iShares Global Clean Energy. Select Frontiers, was ist denn das? Habe ich vorhin auch schon versucht zu googeln, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. So. Hast du dazu wirklich eine Website, die das schön, da ist. Wunderbar, gell? Okay, ist ein Swapper, also sagt die Anzahl der Positionen nichts aus. Copa Holding. Mercado Libre, was war das nochmal? Oh, shit. Das ist doch das Amazon, das von Südamerika, sagen zumindest die ganzen Finfluencer. Also Frontier ist dann sehr wahrscheinlich die Frontierländer, also das, was quasi nach Schwellenländer kommt, Entwicklungsländer, wie man auf böse sagt. Okay, gut, ich kenne die alle ehrlich gesagt nicht, also außer Mercado Libre sagt mir was, aber es sind dann sehr wahrscheinlich alles Buden, die in Schwellenländern aktiv sind, oder? Ja, und eine musst du dir mal bitte angucken, nämlich Win Home Stone. Da gibt es eine geile Story. Die sind Vietnam. Mhm. Die gehören zur Win Group. Mhm. Und die wurde von einem Typen gegründet und aufgebaut. Und die Story von dem ist irgendwie total geil. Der hatte irgendwie kein Geld und ist dann erst in die Ukraine gegangen, glaube ich, und hat dann Nudeln verkauft und hat dann eine Nudelfirma gegründet und die verkauft. Und ist er Vietnamese? Ja, genau. Und gehört dem die Hälfte der gesamten vietnamesischen Marktkapitalisierung. Ich glaube, er ist irgendwie der reichste Vietnamese und seine Schwiegermutter der drittreichste und das ist total geil. Ah, echt? Okay, krass. So ungefähr wie Samsung in Südkorea. Okay, krass. A place full of happiness. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also er ist der reichste Vietnamese, seine Frau und seine Schwägerin sind dritt- und fünftreichste Vietnamesen. Da hast du natürlich, also ohne jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber wenn du halt solche Großkonzerne in so verhältnismäßig kleinen Ländern hast, hast du natürlich so ein kleines bisschen das Problem, wie man vielleicht bei Adani gesehen hat, ne? Dass es nicht, also dass die Börse nicht so zu 100% gut reguliert ist und dass du da vielleicht als Investor so nicht den fairsten Preis bekommst, sagen wir es mal so. Und nicht die größte Transparenz. Wäre jetzt so ein bisschen meine Vermutung. Aber gut, das wird ja mit der sogenannten Political Risk Prämie abgegolten, hoffentlich. Ja. Dann, was haben wir noch am Start? iShares Digital Securities. Das Einzige, was ich kenne, ist Cloudflare, weil wir das selbst benutzen. Auf Platz 10 mit 1,6%. Wir haben ein Familienproblem. Ja. Das heißt, ich muss jetzt die Kinder ins Bett bringen. War sehr cool, dich am Start zu haben. Und wir können das gerne zu einem anderen Zeitpunkt wiederholen. Ja, vielen Dank für den Stream.
War Dank, geil. Dass ich dabei sein durfte. So, und hier sind wir wieder im Einpersonenhaushalt. So, wrappen wir mal das Portfolio ab. Also es gibt echt sehr, sehr viele ETFs da drin. Was man gar nicht sieht. Ach, okay, doch, hier unten siehst du nochmal das Krypto-Portfolio. Bitcoin ist die größte Position mit 1,87% und dann hat er noch jede Menge anderen Coins gekauft. Was soll man dazu sagen? Also, Portfolio ist ein Haufen an Sektorwetten, die ich aber finde, eigentlich ganz gut miteinander kombiniert sind. Also, wenn man sich jetzt hier zum Beispiel anguckt, Clean Water steckt zwar mit in World Utilities drin, also höchstwahrscheinlich derselbe Sektor, dementsprechend dieselben Sektorchancen und Risiken mit drin. Clean Energy ist da sicherlich auch zum Teil nochmal drin, aber ansonsten halt wirklich aufgeteilt World Financial Sector, Materials, was haben wir noch, Healthcare und so weiter. Nasdaq Biotech, Digital Security, Industrials, Infrastructure, da sind viele Value-Fonds mit drin. Aging Population, okay, das hier ist so ein Themen-ETF. Zum Themen-ETF machen wir demnächst ein Video. Ja, ich würde wie gesagt das Portfolio einfach stark vereinfachen, weil 8.000 Euro in 31 Holdings aufgeteilt, da verliert man so ein bisschen den Überblick. Also ich finde die Strategie gut, ist sehr wahrscheinlich eine Core-Satellite-Strategie. Das hier ist so ein bisschen der Core, vielleicht kann man da das Gold zum Teil auch noch mit reinnehmen, auch wenn ich es ein bisschen viel finde. Und dann musst du dich für einzelne Satelliten entscheiden, denn guck mal, überall, wo du MSCI World davor stellst, MSCI World Healthcare, MSCI World Utilities, MSCI World Materials, MSCI World Financials, hast du alle Werte, die dort drin sind, auch im normalen MSCI World drin. Das ist ja quasi so die Dachorganisation. Deswegen kannst du dir das eigentlich ganz gut sparen mit den ganzen Sektoren, weil eine Core-Satellite-Strategie macht ja eigentlich nur dann Sinn, wenn du auf gewisse Sektoren setzen möchtest und die damit bewusst übergewichtest. Wenn du aber jeden einzelnen Sektor kaufst, dann sind die ja wieder relativ ausgeglichen. Weißt du, was ich meine? Aber ja, ist halt eine Übergewichtung der Titel, stimmt schon. Aber wenn du halt alle übergewichtest, dann bist du auch schon wieder relativ balanced. Aber ja, ich, wie gesagt, ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung und überall mal ein bisschen Geld reinstecken. Aber guck mal, man muss es ja auch mal in absoluten Zahlen sehen. Wenn du 300 Euro, das ist ja hier der meiste, die meisten Tickets haben ja hier 300 Euro Größe, also zwischen 300 und 100. Selbst wenn die sich verdoppeln, dann wird dein Portfolio nicht krass, also nimmt dein Portfolio dadurch nicht krass an Gewinn insgesamt, ja. Von daher würde ich mir nochmal überlegen, okay, lohnt es sich da in die einzelnen Sektoren so reinzugehen? Das war soweit auch schon der Portfolio-Check und wenn du möchtest, dass wir uns auch dein Portfolio anschauen, dann guck mal in die Videobeschreibung, dort findest du einen Link, wo du uns dein Portfolio zukommen lassen kannst. Ansonsten solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann wirst du nämlich informiert, sobald wir das nächste Mal live sind.